Ende 2021 hatte Tudor mit der Pelagos FXD erstmals eine Variante der Pelagos Tauchuhr gezeigt, die mit fixen Bandstegen ausgestattet worden war und so nur mit einem Textilband getragen werden kann, denn Bandsteg und Gehäuse sind hier aus einem Stück. Die blaue Variante ist in Zusammenarbeit mit der französischen Marine Nationale entstanden und verfügt zudem über eine beidseitig rastende Countdown-Lünette und über eine Gehäusebodengravur, unter anderem mit dem Produktionsjahr der Uhr und dem Emblem der Truppe. Jetzt, zwei Jahre später, ab September 2023, gibt es davon quasi auch ein amerikanisches Pendant, das auf die Tradition zwischen Tudor und der US Navy hinweisen soll und entsprechend mit einem mattschwarzen Zifferblatt ausgestattet worden ist. Hier gezeigt mit einem olivgrünen Band, es gibt aber noch ein zweites Band im Lieferumfang enthalten. Die Pelagos FXD für die US Navy ist mit schwarzem Zifferblatt, einer klassischen Lünette ausgestattet worden, die einseitig rastend ist, in 60 Schritten drehbar ist, und der Gehäuseboden ist hier ohne Gravur umgesetzt worden. Wie bei der französischen Uhr kommt auch hier eine verschraubte Krone und ein verschraubter Gehäuseboden zum Einsatz. Dahinter das Inhouse-Werk MT5602 mit COSC-Zertifizierung und 70 Stunden Gangreserve. Die Uhr ist ab September 2023 für 3.900 Schweizer Franken verfügbar. Wer mehr über das Modell erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat es einen Link mit weiteren Informationen, unter anderem zur Pelagos, aber auch Unterwasseraufnahmen der aktuellen Pelagos FXD. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich freue mich über jede Form von Feedback, vor allem aber auch über ein Subscribe, idealerweise mit Aktivierung der Glockenfunktion.